Herzlich willkommen zu unserem Kongress Bewusstsein, sich selbst sein. Heute haben wir einen speziellen Gast bei unserem Gespräch, das ist Peter Hess. Herzlich willkommen. Dr. Peter Hess ist Psychiater, Neurologe und Musiktherapeut. Meine erste Frage an dich, Peter, ist: Was verstehst du persönlich unter Bewusstsein oder sich selbst sein? Ja, es ist eigentlich eine lange Geschichte, zumal sich Bewusstsein ja überhaupt nicht definieren lässt, was das eigentlich ist. Aber es hat mich natürlich schon immer interessiert, Bewusstsein zu entdecken, die verschiedenen Bewusstseinsebenen, die wir in uns tragen. Zum einen das, was wir wirklich auch bewusst ist, aber auch das Unterbewusstsein, das, was so in der Psychotherapie da eine große Rolle spielt, ne? Also die, oder auch in der Psychiatrie, in der ich ja jetzt über 40 Jahre gearbeitet habe, dass es eben auch außergewöhnliche Bewusstseinszustände gibt. Zustände, die wir uns gar nicht erstmal erklären können, zu denen wir aber in bestimmten Situationen einfach Zugang haben. Und das ist so für mich der Punkt, mein eigenes Bewusstsein ein Stück zu erforschen, was ist da eigentlich alles möglich, aber auch das, was uns Menschen miteinander verbindet, so auf den verschiedenen Bewusstseinsebenen und auch die Verbindung zur Welt letztendlich. Dankeschön. Du beschäftigst dich auch sehr viel mit Musik. Ja. Was bedeutet Musik für dich? Wie bist du zu Musik gekommen? Weil Psychiater und Musik ist ja nicht gerade dasselbe. Nicht unbedingt, nein. Unbedingt. Ja. Musik ist halt für mich schon immer was Besonderes gewesen, so die verschiedenen Erfahrungen mit Musik, also wohin einen die Musik auch tragen kann. Und da war mir schon immer ein Wunsch, so auf der einen Seite mich musikalisch so zu entwickeln, aber gleichzeitig auch die Medizin, und habe schon immer versucht, so die Musik und Medizin irgendwie mal zusammenzubringen. Und dass es mir dann später gelungen ist, das war schon sehr, sehr gut. Ja. Und Schlüsselerlebnisse waren für mich zum Beispiel, was die Musik betrifft, dann später, als ich dann schon längst in Indien war und mich mit indischer Musik beschäftigt habe, war dann eigentlich die Erfahrung mit Gongs, also speziell Gong-Konzert von Michael Jülich damals und auch Johannes Heimrath. Ja, dann habe ich gedacht, Mensch, diese Gongs, die haben was ganz Spezielles und man kann damit ja sehr, sehr tief gehen. Ja. Ja. So viel dazu. Das Tiefgehen heißt, man kommt da auch in Trancezustände hinein. Ja, genau. Also das war halt auch die Besonderheit zu erfahren, dass es eigentlich möglich ist, ganz ähnliche Erfahrungen zu machen mit Musik alleine, mit spezieller Musik, dass die einem so in außergewöhnliche Bewusstseinszustände, in Trance führt, so ähnlich wie ich es halt damals auch erfahren habe mit Cannabis oder LSD, wobei diese Erfahrungen halt schon immer sehr, sehr wichtig waren für mich und ich auch versucht habe, dem auf den Grund zu gehen, was passiert da eigentlich, ne, wenn man Cannabis nimmt, und was passiert auch speziell dann im Zusammenhang mit Musik und Cannabis, und deswegen habe ich das auch dann in meiner Doktorarbeit schon Anfang der 70er Jahre auch untersucht und habe da eine wissenschaftliche Untersuchungen gemacht mit EEG und verschiedenen anderen Methoden, psychologischen Methoden, herauszufinden, ja, wo landet man eigentlich, wenn man Cannabis nimmt und was hat es für einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung, speziell aber auch auf die musikalische Wahrnehmung. Und das war schon sehr eindrucksvoll, ja, auch im EEG dann nachzuweisen, ja, das ist tatsächlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt Cannabis nur so pur nehme oder in Begleitung mit spezieller Musik. Du spielst ja nicht nur indische Richtung, du hast ja auch viele archaische Instrumente wie Didgeridoo und Trommeln.
Wie ist denn das für dich, so diese beiden Richtungen miteinander zu kombinieren? Naja, für mich war halt schon immer wichtig, so ein Stück weit, weil ich das gemerkt habe, dass diese Klänge uns eben sehr tief führen, an unsere Wurzeln sozusagen, also dieses radikale Moment, weil radikal heißt ja eigentlich, sich mit den Wurzeln verbinden, genau wie psychedelisch auch heißt, die Seele enträtseln. Das waren schon immer zwei wichtige Punkte, herauszufinden, was passiert da eigentlich, wenn wir uns mit unseren Wurzeln begegnen, mit unseren Wurzeln als einzelner Mensch, so bis hin in den Mutterleib hinein, wo unser Leben angefangen hat, und aber auch in dem Bewusstsein unseres Kollektivs als Mensch, ja, welche Wurzeln hat eigentlich die Menschheitsgeschichte, wie hat sich da die Musik entwickelt, ja, was waren so die einfachsten Instrumente, die wir Menschen so entdeckt haben, warum haben uns dann bestimmte Instrumente so fasziniert? Und das Didgeridoo zum Beispiel fasziniert ja alle Menschen, die das hören im Prinzip, jenseits von Australien, weil es uns einfach an unsere Klänge, an das, was wir gehört haben im Mutterleib, erinnert. Weil der Ton ist ganz ähnlich. Ja. Und so diese Urinstrumente wieder zu entdecken oder dann auch in die Musiktherapie einzuführen, das war schon ein wesentlicher Punkt. Musiktherapie, wie sind denn deine Erfahrungen, Musik in der Therapie anzuwenden? Ja, ich habe eben damals als Mediziner, da gab es ja noch gar keine richtige Musiktherapie-Ausbildung sozusagen. Das war ja auch alles erst am Anfang. Und ich habe nur herausgefunden, dass zum Beispiel in Gruppen mit abhängigen Menschen, wo ich versucht habe, so irgendwie Entspannungszustände zu erreichen, für diese Menschen ihnen Übungen zu geben, wie sie es schaffen, auch ohne Medikamente in einen entspannten Zustand zu kommen. Und denen ist es halt einfach nicht gelungen mit autogenem Training oder den ganzen Methoden. Es hat einfach nicht richtig geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere einfach mal, ich nehme mal meine indische Tampura mit in die Klinik und spiele mal Tampura für die Gruppe. Und siehe da, das war total verblüffend, wie plötzlich dann ganz viele berichtet haben, wie sie sich jetzt entspannen konnten, ja, bei diesen Klängen. Und halt auch das Leibhaftige von so einem Instrument ist ja auch nochmal was Spezielles, wie wenn ich das einfach nur vom Band höre, weil der ganze körperliche Aspekt ja noch dazukommt. Ja, die Schwingungen, die Vibrationen, die berühren ja den Körper, die versetzen ihn in Schwingung. Und das ist etwas, was die meisten Menschen eben als sehr angenehm empfinden, sehr beruhigend, ausgleichend, Geborgenheit, Geschütztheit. Auch wiederum was wir so vom Mutterleib noch kennen, als alles noch in Ordnung war da drin. Mhm. Setzt du Musik auch ein, zum Beispiel bei Menschen, die Ängste haben? Ja, eben gerade da ist es ja besonders hilfreich, ne? Weil durch diese Rückversicherung, durch dieses Einhüllen und Geborgenheit schaffen, ist es halt sehr, sehr hilfreich gegen Ängste aller Art. Ist so, verstehe ich das richtig, die Musiktherapie so der direkte Zugang zu der Seele, bei dem man sich den Rat so umgehen kann. Das habe ich jetzt gerade nicht richtig verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Habe ich das richtig verstanden? Ist der Zugang mit der Musiktherapie ein direkter Zugang zur Seele, bei dem Vorgang wie der Ratio wie umschifft werden kann? Das ist, ja, ist das wie eine Highway, oder wie stell ich mir das vor? Eine Autobahn zur Seele. Ja, irgendwie so. Ja, es gibt wenig Umwege sozusagen, ja, genau. Also
Also es gibt halt einen direkten Weg, einen direkten körperlichen Effekt, ja, der uns ganz stark eben erinnert an diese Zeit im Mutterleib tatsächlich, diese Geborgenheit, diese Geschütztheit, ne? Der Rhythmus zum Beispiel, der uns trägt, der Rhythmus, den dann ein Troppeln zum Beispiel macht in einem bestimmten Rhythmus, kann man auch wirklich so das Gefühl haben, ja, man ist geborgen, man ist geschützt, man ist diese Geborgenheit als Individuum spielt da eine ganz große Rolle. Ne? Problematisch ist es nur für Menschen, die in so einem Zustand plötzlich, wenn da etwas ganz Schlimmes passiert ist zum Beispiel, ja, wenn zum Beispiel die Mutter einen Autounfall hatte in der ersten Phase der Schwangerschaft oder besser gesagt in der zweiten Phase, wo der Mensch schon ganz entwickelt ist, wenn da ein Unfall passiert, dann unterbricht es diese Geborgenheit. Es wird dann plötzlich kommt von außen etwas Gewaltsames, das das unterbricht. Und diese Menschen haben dann zum Beispiel Schwierigkeiten mit so einer Musik, weil sie unbewusst das daran erinnert. Und das kann man aber natürlich therapeutisch dann auch wiederum nutzen, weil man dann herausfindet, okay, da gibt es eine Verbindung oder es kommt daher. Man versteht zum Beispiel Ängste besser, die dann irgendwo entstanden sind. Und das kann man dann eben therapeutisch nutzen und kann daraus eben, kann dann Menschen helfen, das zu verstehen, warum sie in bestimmten Situationen plötzlich Ängste haben. Ne? Oder zum Beispiel zu viel Nähe nicht aushalten oder eine harmonische Situation nicht aushalten und immer irgendwie versuchen müssen, eher Krach zu machen oder sich eher in Situationen zu bringen, die dann weniger gefährlich sind. Ja. Mit der Musik hat man auch die Möglichkeit, dass der Mensch wieder sich näher kommt, dass er sich mehr wieder beginnt zu fühlen, zu anzunehmen. Genau, das ist der Punkt, den ja viele Menschen zum Beispiel schon von Beginn an, gerade diejenigen, die vielleicht ungewollte Kinder sind oder die eben, wo die Mutter in Schwierigkeiten war, das Kind anzunehmen oder es aus allen möglichen Gründen eben eine schwierige Lebensphase war. Solche Menschen haben dann auch später ziemliche Probleme, ohne dass sie wissen eigentlich warum. Und mit Hilfe der Musiktherapie kann man tatsächlich so an diese Wurzeln auch wieder herankommen. An das Positive, was so jeder Mensch in sich trägt, aber auch natürlich an die ganzen Schwierigkeiten und Wunden und ungelösten Dinge. Ich sehe hinter dir den Gong. Ein Gong ist etwas, was das Herz öffnet, weit macht. Wann setzt du Gong ein? Ja, Gong ist für mich eigentlich weit mehr als jetzt nur ein Instrument oder nur eine Klangscheibe, die eben etwas Spezielles kurzfristig transportiert, sondern für mich ist der Gong eher, deswegen benutze ich auch grundsätzlich immer nur einen Gong, weil für mich der Gong so eine Art Tor ist. Ein Tor in die innere Welt, ein Tor, so ähnlich wie es die Geburt ein Tor ist ins Leben. Aber der Gong, je nachdem wie man ihn spielt, kann man auch eine Begegnung machen mit dem Tod, mit dem, wo wir aus der Pforte herausgehen. Also das ist das, was ich gelernt habe, praktisch auch teilweise durch psychedelische Pilze, dass das wirklich eine Pforte ist, eine Pforte in die andere Welt. Und das kann eine schwierige Sache sein, wie bei der Geburt auch, ja, eine lebensgefährliche Situation, durch diese Pforte da hindurch zu gehen. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr lehrreich. Das heißt, ich kann auch, wenn ich mit Gong arbeite, mit den Leuten und auch bei mir selbst, die Erfahrung machen, ich kann Veränderungen, also durch Türen hineingehen, neue Räume besuchen und dort die Erfahrung zu machen, wie das ist, in Veränderungen hineinzugehen, in einem sicheren Rahmen. Ja, ich kann einen Klangraum schaffen, der es eben einem ermöglicht, ne? Diese
Vor allem halt, wenn man es entsprechend vorbereitet in eine sogenannte, und den Gong als Klangreise oder als Klangtrance, muss man eher sagen, benutzt, dann entkoppelt man sich von dem Alltagsbewusstsein. Ne? Man macht vorher entsprechende Entspannungsübungen oder Yoga-Übungen und liegt dann auf der Matte in einem beruhigten, entspannten Zustand. Und dann entwickelt sich die Musik, die erstmal, also das, ich rede jetzt praktisch von der Gong-Therapie, die ich anwende. Da ist nicht nur eben der Gong als zentrales Instrument da, sondern auch verschiedene andere Instrumente, die das praktisch vorbereiten. Also wo man erstmal in so einem entspannten Zustand hineinkommt, gebettet wird sozusagen. Und dann später kommt dann der Gong als Pfortenerlebnis, als das Erlebnis, sich jetzt dem ja, zu öffnen, was da dann kommt. Und das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Manche Menschen, die können den Gong gar nicht laut genug hören, für die ist das wirklich eine Ekstase, eine total tolle Erfahrung. Sie können gar nicht genug bekommen, wie orgiastisch, kosmisch dieser Klang ist, der einem wirklich, der alle negativen Energien aus einem herauspustet sozusagen. Das ist so das eine Extrem. Und das andere Extrem ist dann, dass ein Mensch total in Panik gerät oder Angst bekommt vor dem Unheimlichen, vor dem, was da passiert. Und das ist dann vielleicht eine Erinnerung an ein schlimmes Trauma. Und ich habe die Gong-Therapie eigentlich dadurch entdeckt oder entwickelt, dass ich mit Patienten zu tun hatte, die noch als Kinder den Krieg erlebt haben, die Bombenangriffe erlebt haben, die in Luftschutzkellern dann geflüchtet sind, wenn die Flieger kamen. Und diese Geräusche von dem herannahenden Flugzeug mit den Bombern, die dann ihre Bomben abgelassen haben und sie um ihr Leben fürchten mussten. Diese Situation, die haben eben viele Menschen mit sich rumgetragen und haben Ängste gehabt, ihr ganzes Leben lang. Speziell, wenn bestimmte Geräusche da waren, zum Beispiel Tiefflieger gab es früher noch eine ganze Menge. Oder auch Baulärm vor der Straße oder so, vorm Haus, haben solche Menschen plötzlich total panikartige Ängste bekommen, ohne dass sie wussten, warum. Und durch die in der Gong-Therapie ist klar geworden, aha, das kam damals von dieser Erfahrung als Kind. Das ist so ein Beispiel, warum ich dann praktisch auch mir klar geworden ist, was der Gong alles bewirken kann. Ja? Also so ganz tief sitzende alte Erfahrungen. Du bietest ja solche Seminare an. Bietest du auch für Leute an, die nicht deine Patienten sind, die einfach eine Gong-Musikreise, Trance-Reise machen wollen? Oder sind das nur therapeutische Anwendungen? Ja, im Moment arbeite ich ja jetzt nochmal, ich bin ja jetzt schon 70 und habe eigentlich mit 65 schon aufgehört zu arbeiten in der Klinik. Bin aber jetzt doch nochmal, jetzt 2 Jahre nochmal eingestiegen und auch mit vor allem auch Gong-Therapie, die weiterzuführen, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich eine sehr gute Möglichkeit ist, Menschen zu helfen mit allen möglichen Ängsten oder auch bei Menschen zum Beispiel, die ein außergewöhnliches Bewusstseinserlebnis hatten, sei es jetzt durch Drogen und da stecken geblieben sind. Oder sei es, dass Menschen in Psychosen, das sind ja auch veränderte Bewusstseinszustände, die ganz ähnlich sind wie die Bewusstseinszustände bei Drogen oder eben auch beim Gong. Und dadurch kann man diese Erfahrungen dann auch bearbeiten. Und deswegen biete ich das natürlich gerade jetzt im Moment hauptsächlich dort auch an. Aber ich habe dann schon auch vor, oder habe das ja auch schon gemacht, das dann auch in Seminaren oder so oder in Wochenend-Workshops dann solche Erfahrungen anzubieten.
Zum Beispiel ist es interessant auch für Menschen, die im therapeutischen Berufen sind, die anderen helfen wollen oder besser verstehen wollen, wie sich psychotisches Erleben eigentlich anfühlt, dass sie überhaupt verstehen können, in welche Bewusstseinsdimensionen man hineinkommen kann. Für solche Menschen ist es hilfreich, das zu uns zum Beispiel Krankenschwestern in der Psychiatrie oder Musiktherapeuten oder auch andere Therapeuten, die mit Trance arbeiten, für die ist es schon auch wichtig, so eine Selbsterfahrung zu machen, ohne unbedingt eine Droge nehmen zu müssen. Es gibt ja verschiedene Wege, sich selbst zu begegnen, also in Trance zu kommen. Ja. Auch einer der Wege mit der Musik. Du hast ja, man kann es natürlich zum einen passiv erleben, indem jemand für einen spielt. Ja. Das ist so die passive Form der Musiktherapie. Aber man kann natürlich auch aktiv, zum Beispiel, wenn ich selbst den Gong spiele, gehe ich auch so in einen Zustand hinein, wo ich dann manchmal nicht mehr weiß, spiele ich jetzt den Gong oder der mich, ja, also so, wo ich auch meine eigenen Gedanken, meine eigenen Eingebundenheiten dann irgendwie auch mal auflösen kann, ne? Mich lösen kann von meinen festgelegten Strukturen und kann mich dadurch auch besser einlassen auf die Patienten oder die Menschen, die jetzt diese Klangreise gerade machen. Zu spüren ein Stück weit, ja, wie intensiv kann man gehen, weil so ein Gong ist natürlich schon auch ein sehr machtvolles Instrument. Ja, es ist schon ein Instrument, das einem ja total an die eigenen Grenzen auch bringen kann oder auch drüber raus. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, das einzubinden und damit auch gut umzugehen, nicht? Die Macht nicht zu missbrauchen, die man da hat, definitiv. Und da braucht es halt viel auch Intuition und viel auch Gespür dafür, was kann ich jetzt in der Situation den Menschen jetzt gerade zumuten? Ja? Wie intensiv kann ich da spielen? Und ich spiele ja auch den Gong nicht so, dass ich da einfach nur drauf haue. Es ist eigentlich kein Schlaginstrument aus meiner Sicht kein Perkussionsinstrument eigentlich. Ja, für mich ist das Gongspiel vielmehr wie eine Welle, eine Klangwelle, die sich so ganz sanft aufbaut, wie eine Welle im Meer, ja, die so ganz langsam heranrauscht und dann immer mehr an Intensität zunimmt und dann abkippt und dann wieder kommt und so in verschiedenen Wellen und Intensitäten entwickelt sich dann so ein Klang. Ja, ist vielleicht etwas schwierig, ich weiß es nicht, ob man das so akustisch rüberbringen kann. Das ist übrigens mit der Grund, warum ich keine Gong-CD oder sowas gemacht habe bisher. Weil ich habe ja in der Klinik auch den Riesengong, 1,50 Meter Gong gespielt, die ganzen Jahrzehnte. Und den kann man einfach nicht aufnehmen. Ja, das ist unmöglich. Der sendet Schwingungen aus, die viel zu hoch sind und zu tief sind, um sie überhaupt aufnehmen zu können. Ja, unsere Akustik schneidet ja nur ein bestimmtes Klangspektrum heraus. Und weder Mikrofone noch Lautsprecher sind in der Lage, selbst die allerbesten, die allerteuersten, sind nicht in der Lage, auch nur annähernd das an Frequenzen rüberzubringen, was der Gong aussenden kann. Ja. Und gerade die Frequenzen, die man nicht hört, sind eigentlich fast die wirkungsvollsten Frequenzen, weil die Ohren tatsächlich für auch am unwichtigsten sind in der Gong-Therapie. Weil ich empfehle auch manchmal Menschen, die sehr empfindliche Ohren haben, ne, die Angst haben, ach Gott, er wird ja so laut und
was passiert mit meinen Ohren und dann höre ich nicht mehr richtig oder ich habe einen Tinnitus. Also für die Menschen ist es wirklich gut. Denen sage ich dann immer, ist okay, ihr könnt euch die Ohren ruhig zuhalten, das spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt auf die Ohren gar nicht an. Ja? Man kann auch taub sein und empfindet den Gong total intensiv. Ja? Also das ist schon eine Körpererfahrung eigentlich und keine akustische Erfahrung. Die Akustik ist gar nicht so entscheidend. Wenn man da mit diesen Instrumenten ganz so in Kontakt sind, dann lernt man ja auch mehr auf sich selbst zu hören, auf seinen eigenen Rhythmus zu hören. Ja, also das hat damit schon auch zu tun, ja, dass man auch ein Stück mehr im Einklang ist, vor allem auch mit sich selber. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eben auch ein großer Unterschied, ob ich den Gong für jemand anders spiele oder ob ich ihn für mich selber spiele. Ja? Oder ob ich jemand bin, der einfach den Gongklang oder überhaupt die ganzen Klänge auf mich einwirken lasse, passiv. Also beides ist eben ganz gut möglich. Ja? Das Aktive wie das Passive. Jetzt hast du ja auch noch andere unglaubliche Instrumente, die in dieser Region Gong zu Hause sind. Indische, die wir vielleicht hier nicht so kennen. Du hast vorhin vor dem Interview kurz das angespielt. Kannst du uns da was darüber erzählen? Ja, also es gibt ja zum Beispiel, was hier so ein Instrument ist, ist das Monochord, so ein Körpermonochord nennt sich das. Das ist extra speziell für die Musiktherapie entwickelt worden, so auf unsere Idee hin, die Schwingungen noch besser auf den Körper zu übertragen. Das sind Instrumente, die dann auf einen Ton gestimmt sind. Kann man es sehen oder soll ich? Man kann es hören. Ah ja, das ist so super. Das Instrument ist so gebaut, dass es praktisch so unten gebogen ist, dass man es auf den Körper auflegen kann. Also das hat jetzt hier zum Beispiel keinen Resonanzkörper, sondern die Decke liegt dann direkt auf dem Körper des zu Bespielenden auf und die Schwingungen übertragen sich dann direkt auf den Körper und der Körper schwingt mit, der Körper gibt dann den Resonanzboden. Und dieses Instrument kann man zum Beispiel einsetzen bei Menschen jeden Alters. Interessanterweise wird es halt besonders auch dann gerne eingesetzt, wenn man mit anderen Instrumenten jetzt nicht so erfolgreich ist. Oder zum Beispiel bei Schreibabys, ja, ist es sehr, sehr hilfreich. Es ist bei alten Menschen mit Demenz sehr hilfreich. Weil es einem diese Geborgenheit wieder gibt, die man in den Zuständen ja noch besonders braucht. Jetzt ist das eine ganz spezielle Stimmung. Ein Ton, jede Seite auf diesen Ton. Ja. Was hat es mit dem einen Ton auf sich? Ja, also ich bin da nicht so der Meinung wie bei Cousteau oder so, dass es jetzt ein ganz bestimmter Ton sein muss, ein Cis oder irgendwie ein Planetenton oder irgend
so etwas, davon bin ich eigentlich abgekommen. Ich habe das eigentlich auch lange Zeit gedacht, es wäre vielleicht sinnvoll, Planetentöne zu verwenden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, viel wichtiger ist eigentlich, dass das dann Instrument dann in sich stimmt. Und ganz egal, ob es jetzt auf, meins ist jetzt zum Beispiel auf D gestimmt, ob ich es jetzt auf D stimme oder auf Cis oder auf B, ist eigentlich relativ egal. Entscheidend ist aus meiner Sicht eher, dass das Instrument gut gestimmt ist und dass das Instrument gut klingt. Weil diese Instrumente sind eben auch Menschen, Mitarbeiter, meine Mitarbeiter sozusagen, die auch eine Persönlichkeit haben und die, wo es wichtig ist, sie nicht zu überfordern. Ja? Die dürfen dann eben nur eine bestimmte Spannung haben und dann klingen sie gut. Wenn man sie zu stark spannt oder zu wenig, dann verlieren sie ihren ganzen Zauber. Und darauf kommt es eigentlich an, ne? Genau das, den Ton zu finden, bei dem das Instrument gut klingt. Und in Indien habe ich das auch gelernt, dass zum Beispiel auch die Sänger, die stimmen ihre Instrumente auf den eigenen Grundton, auf den Ton, den man selbst am besten singen kann und den eigenen Grundton hat. Und darauf wird das Instrument eingestimmt. Ja? Und es ist individuell sehr unterschiedlich. Ne? Jeder Sänger, jede Sängerin hat ihren eigenen Ton. Und der Ton kann sich aber auch im Laufe des Lebens dann auch verändern. Ja? Zum Beispiel sehr junge Musiker, zum Beispiel in Indien, die haben nicht das Problem mit dem Stimmbruch oder so. Ja? Die haben dann halt einfach dann einen anderen Grundton. Und dann können sie genau das Gleiche, was sie vorher gelernt haben, auch weiter singen. Die sind dann nicht wie unsere jungen Leute, die so dann plötzlich durch den Stimmbruch dann plötzlich in einer völlig anderen Welt sind. Ja. Du bist ja auch sehr viel gereist. Da bist du auch sehr viel so mit schamanischen Traditionen in Kontakt gekommen. Wie haben die dein Leben geprägt? Und deine Musik auch? Ja, die Schamanen, was mich da halt fasziniert ist zum einen die Rituale, die sie verwenden, ne? Die Rituale, die sie schaffen, um überhaupt ein therapeutisches Setting zu gestalten. Also wie man so etwas gestaltet, dass sich Menschen da ganz drauf einlassen können, auf diese ja schon vielleicht etwas unheimlich anmutende Situation dann oft, ja, von so einer schamanischen Sitzung, die ist ja schon auch sehr, sehr eindrucksvoll und sehr intensiv. Und also da kann man viel lernen, wie zum einen, wie sich die Schamanen selber vorbereiten, wie sie das ganze Setting vorbereiten, wie sie auch auf kleinste Details großen Wert legen in der Vorbereitung, in der Ausführung dann auch. Also da ist es schon sehr, da kann man viel draus lernen, auf jeden Fall. Aber ich finde, man kann sie nicht einfach imitieren. Man kann nicht einfach nur das, was die jetzt machen, einfach eins zu eins übernehmen und meinen, man kann jetzt hier der Schamane sein, der hier dann genauso arbeitet. Weil das funktioniert aus meiner Sicht in unserem modernen Kontext so nicht. Ja. Es gibt nämlich schon einen riesen Unterschied, wie die Schamanen arbeiten und wie wir Psychotherapeuten zum Beispiel arbeiten. Der Schamane arbeitet ja so, dass er die Hauptarbeit übernimmt. Ja. Er macht alles. Er ist derjenige, der die ganze Sitzung leitet. Der Patient ist eigentlich nur passiv und der Schamane heilt. Ja? Er ist der Aktive. Und außerdem ist auch so eine Sitzung, die er macht, ist öffentlich. Ja? Da sind ganz viele Leute da aus dem Dorf. Es ist in einer Situation, wo sich der im Idealfall der Schamane und der Patient, die sind im gleichen Lebenskontext, der weiß ziemlich genau,
was auch außerhalb der Sitzung jetzt mit dem Patienten los ist. Und hat auch das gleiche Glaubenssystem, ne, im Idealfall. So soll das eigentlich sein, so hat es sich ja auch entwickelt. Und im psychotherapeutischen Kontext, wir sind ja keine Heiler in dem Sinn. Wir sind ja genau das Gegenteil. Wir sind ja eigentlich nur Begleiter. Therapeut sein heißt ja wörtlich Begleitung und nicht Heilung. Das ist ein Riesenunterschied. Und bei uns ist es wichtig, dass jeder Patient selber sich heilt, ja? Sich selber Wege findet aus seinen Verknüpfungen, sich selber aus seinen Ängsten befreien kann. Und der braucht keinen Schaman, der das für ihn macht. Oder das wäre eher halt auch in unserer Zeit oder überhaupt diese Machtgeschichte kann eben auch missbraucht werden. Und die wird halt leider auch im schamanischen Kontext auch heutzutage leider auch ein Stück missbraucht. Ja? Dann transportiert man irgendetwas hier in unseren Kulturkreis, was gar nicht richtig passt und macht dann einen Zauber und es ist eigentlich, ja, gut, manchen hilft, aber ich denke, es ist halt auch, die Gefahr von Missbrauch ist sehr, sehr groß und leider ist es halt auch so, dass die Schamanen, die jetzt hier in den Westen kommen, schon sich leicht verführen lassen vom Geld und so weiter und von ihrer Macht. Und es ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Schamanismus hat ja auch viel mit Spiritualität zu tun. Wie würdest du denn sagen, den Leuten empfehlen, Spiritualität im Alltag? Was ist das so nach deiner Sicht, was in unsere Kultur hineinpasst? Ja, Spiritualität ist für mich also die Erkenntnis, dass es neben unserem Alltagsbewusstsein, was wir halt so haben, wo wir die Welt einordnen können oder meinen, zu wissen, wie etwas funktioniert oder wie etwas aussieht oder was real ist und was nicht real ist, das ist eben der Punkt, dass es eben sich in der Trance auch ein Stück aufhebt und dass man da eben Zugang hat zu diesen anderen Dimensionen. Hast du so eine kleine Entspannungsübung für den Alltag? Ja, also man kann ja solche Zustände durch alle möglichen Sachen für sich herausfinden oder für sich auch entwickeln und verbessern. Da ist natürlich zum einen sind meditative Praktiken sehr gut, sich hinzusetzen und wirklich die Gedanken fließen lassen und die Gedanken nicht beeinflussen und so. Also Meditation ist hervorragend. Leider bringen es halt die meisten Menschen nicht fertig, die nötigen 20 Minuten pro Tag, die man halt leider braucht, um so die klassische Form der Meditation auch wirklich zu lernen und auszuüben. Da hat ein Amerikaner jetzt eine ganz gute Methode entwickelt, finde ich, die wesentliche Punkte aus dieser meditativen Praxis anwendet und so ein Stück in unsere moderne Zeit übersetzt und auch anwendbar macht. Denn es geht ja im Wesentlichen darum, wie kann ich solche Zustände am besten in den Alltag hineinbringen? Ne? Und das ist die sogenannte One-Moment-Meditation. Also in der man übt, zum Beispiel eine Minute lang nur auf den Atem zu achten. Und das regelmäßig übt. Und dann ist man in der Lage, das vielleicht auch nicht, dass man es dann eben von einer Minute auf 20 langsam erweitert, sondern im Gegenteil, dass man es immer kürzer macht, sodass man praktisch in jeder Situation und Leistungssportler zum Beispiel, die üben das auch entsprechend, dass sie sich entkoppeln können von eigenen Ängsten, von eigenen Vorstellungen, wenn sie in einer bestimmten Situation sind,
beim Tennisspielen oder beim Fußballspielen, wenn sie Elfmeter schießen müssen oder so, dass sie wirklich in dem Moment total ihre ganzen Ängste und ihre ganzen Dinge loslassen können, dass sie dann innerhalb von Sekunden plötzlich da sind, ja, und plötzlich befreit sind von ihrer Angst und plötzlich nur noch im Hier und Jetzt sind, in dem Moment, ja, sodass praktisch nicht sie selber etwas bewusst machen, sondern dass es aus ihnen herauskommt, in diesem Flow sozusagen, ja, wo es dann einfach fließt. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die man sehr gut machen kann. Eine Minute lang einfach mal, das kann man mehrmals am Tag machen, das empfehle ich auch Patienten immer wieder und die sind auch sehr dankbar dafür. Das hilft wirklich gut. Aber man kann natürlich auch mit der Musik viel machen. Kann man entsprechende Musik hören, aber noch viel besser ist es, wenn man natürlich Musik auch selber macht. Aber nicht in dem Sinn, dass man jetzt vor einem Platz sitzt und eine bestimmte Technik übt oder bestimmte Noten spielt, sondern indem man praktisch ein Instrument verwendet, wo man sich mehr, so wie dieses Monochord oder so, wo man nicht etwas Spezielles tun muss, sondern einfach nur in so einem Fluss sein kann und sich in diesem Fluss hingeben kann, für den Moment öffnen kann. So. Ganz herzlichen Dank. Hast du noch ein kleines Motto, so ein kleines Lebensmotto? Ja, zurück zu den Wurzeln. Zurück zu den Wurzeln. Ja, wir Menschen sind ja leider so entwurzelt im wahrsten Sinn des Wortes, so in vieler Hinsicht. Ne? Und das sieht man ja auch im Zustand unseres Planeten im Moment, ja, was wir da alles anstellen. Ja. Und da müssen wir dringend wieder mehr zu unseren Wurzeln finden. Zu den Wurzeln, zu sich selbst, zu seinen Gefühlen, seiner eigenen Wahrheit und dem, was ich wirklich auch bin. Genau. Nein, ich würde sagen, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Okay. Das hat mich sehr gefreut. Gut. Danke, Gipi. Alles Gute. Ne? Dankeschön. Danke. Tschüss.